normalerweise spielen sich ja alle meine Videos immer in diesen vier Wänden hier ab und ich dachte mir, Mensch, komm, wir machen mal ein Video draußen und fahren zur Maker Faire. Die Maker Faire, das ist so eine kleine Messeausstellung, die gerade in Berlin ist und da sind unter anderem 3D-Druckfirmen vertreten, unter anderem auch Prusa und Konrad und da werden halt 3D-Drucksachen gezeigt und unter anderem auch halt Arduino-Sachen und Raspberry-Sachen und kleine Roboter und so weiter. Also quasi Bastler wie du und ich sind da vertreten und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, zeige euch da ein paar Eindrücke und eigentlich war ich nicht darauf vorbereitet, aber es sind sogar zwei, drei kleine Interviews quasi entstanden, eigentlich. Ich meine, sowas habe ich ja noch nie gemacht, aber es kam dann irgendwie doch dazu. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Profi, was Interviews angeht, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut geworden. Aber seid mir nicht böse, wenn ich da nicht der absolute Profi bin in dem Thema. Außerdem, da sind natürlich sehr viele Filament-Filme auch vertreten gewesen, habe ich hier eine kleine Tüte mitbekommen. Unter anderem sind da jetzt 7 verschiedene Filamente drin und nicht jetzt so Sachen wie PLA oder PETG einfach nur so schlicht, sondern sehr, sehr, sehr spezielle Filamente und die zeige ich euch gleich im Anschluss. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, denn daraus werde ich Testknochen für unsere Prüfmaschine drucken. Und jetzt als erstes fahren wir einfach mal los und gucken uns an, was auf dieser Messe so los war. So, ich bin jetzt da. Da hinten ist der Eingang. Da sind auch schon die ersten kleinen Kinder und Jugendlichen, die so ihre selbstgebastelten Sachen mitgebracht haben. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie es drin wird. Und wir gehen als nächstes einfach mal rein. Als echter Filmprofi habe ich natürlich vergessen, meinen zweiten Akku mitzunehmen für die Kamera. Das heißt, sollte sich die Videoqualität jetzt während des Videos schlagartig verschlechtern, liegt es daran, dass ich dann plötzlich anfange, mit meinem iPhone zu filmen. Aber ich hoffe, dass die Aufnahmen trotzdem gut genug für das Video werden. Wir sind hier gerade an dem Stand von 3DK, so heißt sie, oder wie heißt sie? 3DK Berlin. 3DK Berlin. Und ich habe hier ein Filament gefunden, was sehr interessant ist, was ich auch noch nicht kannte. Und du heißt? Sascha. Sascha, hi. Sascha, erzähl uns mal ganz kurz, was es mit diesem Filament auf sich hat. Ja, also über das Filament, über das wir reden, das ist das 3DK Top. Das ist ein modifiziertes PET, was durch einen einfachen Prozess, also durch einen Temperprozess im Ofen nachbehandelt wird und dadurch kristallisiert und dann hitzebeständig bis über 230 Grad ist. Also bis 230 Grad, nicht bis über 230 Grad. Nochmal ganz kurz. Genau. Nach dem Verfahren ist es bis wie viel? 230 Grad hitzebeständig. Also das habe ich bisher noch von keinem Filament gehört, dass es so hitzebeständig ist. Das ist Wahnsinn. Ja, super. 230 Grad, krass. Genau, das ist lebensmitteltauglich. Also es ist auch zertifiziert dafür. Mhm. Das heißt, du kannst damit auch zum Beispiel Backformen machen. Oder alle anderen Möglichkeiten, also auch so Becher für Tee, Kaffeebecher, genau, solche krass. Geschichten. Oder auch für Bauteile, wenn du jetzt irgendwas baust, sage ich mal, genau, Modellbau, hast du einen Motor, der extrem heiß wird zum Beispiel, das habe ich oftmals das Problem, dann hält er diese Temperatur auch aus, so Motorhalterung. Genau. Oder wenn man halt was im Motorinnraum oder sowas machen will, fürs Auto oder so. Ne? Wahnsinn. Alle solche Sachen kann man damit sehr gut realisieren. Du musst es drucken bei 260 Grad und brauchst ein Druckbett, also Druckbetttemperatur von 100 Grad und es lässt sich super leicht verdrucken. Jetzt noch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Was nimmt man am besten für eine Unterlage, um das quasi auf dem Druckbett haften zu lassen? Naja, einfach die ganz normalen Haftsachen. Also, ich weiß nicht, Printerfix oder sowas zum Bauspielen. Glas? Ja, genau. Also eigentlich... Also Druckbetthaftung ist da nicht so das Problem, sagst du? Nein, okay. Nicht. Cool. Hauptsache dein Bett ist heiß, ne? Ja, das ist die Hauptsache. Also, okay, cool. Danke für die Infos. Ja, kein Problem. Und ich freue mich über die Samples. Werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren und Bescheid sagen. Alles klar. Falls ihr da was Gutes rauskriegt. Okay. Das war unfair, das war jetzt auf jeden Fall ein Systemfehler. Okay, man muss schon ein bisschen voreilen, also man muss schon vorahnen, wo er hingeht. Ah, guck mal, pass mal auf, jetzt schummel ich. Also ich werde auf jeden Fall benachteiligt. Wir sind hier gerade an einem Stand Filamentum und wir haben uns gerade schon so ein Spezialmaterial angeguckt und als nächstes haben wir hier so ein flexibles Material und du bist... Laila wird uns ein bisschen was über das flexible Material jetzt hier erzählen. So, hi, we have actually two of them. We have two grades. It's Shure 98 and 92. The one that you have in your head, it's pistachio green, and it is the tough one. And I have the soft one. So depending, of course, on your wall thickness, it depends on your infill.
you can actually adjust it much more, but you can actually just find out the best material for your RC. Okay. So depending if you're making some so wheels or something. For RC cars, like stuff like that? Definitely, we are using it usually. Cool. Usually, to be honest, the first thing, usually the RC guys can come in, so they take this one, because this is softer and they're thinking, okay, and the black, wheels of course. Will be perfect. Yeah. But we find out this one is much more better because it can handle much more. So you will not make like a full print, but you use like a 5 or 10% infill. And this one is handling also like rocks, water and everything. But it depends. Depend how tough is your model, of course. Like if it's like a small one or it is like a bigger one. Okay. And give me just a second to translate it. Also wir haben hier zwei flexible Materialien. Das eine ist 98er Härte, das andere ist 92. Sie sagte, das flexiblere Material ist mehr so für RC-Autos, also für leichtere Modellbauautos. Da kann man quasi Reifen mitdrucken. Und wenn man, also das wird ein bisschen häufiger genutzt hier, das ist ein bisschen härteres TPU. Und das ist mehr so für schwerere Reifen für Modellbauautos. Also das wird häufiger genutzt als das, aber ich muss sagen, beide sehen erstmal sehr gut aus und fühlen sich auch gut an. Also das Einzige, was mich stören würde, wäre wahrscheinlich, dass das hier grün ist. Ich würde ungern Autoreifen aus grün drucken, da würde ich doch eher schwarz nehmen. Aber für größere Modelle braucht man dann das. Achso, also es gibt auch mehrere Farben, also es gibt nicht nur die beiden Farben, die ich jetzt hier nachdenke. No. We have, by the way, we have it also in vertigo gray, which you liked on the base. I will show you. Also sie sagte uns gerade, wir haben auch dieses graue Filament hier, das gibt es also auch als dieses 98er Shore-Härte TPU. Also das würde ich auf jeden Fall dann eher für Reifen nehmen als dieses Grüne. Obwohl das Grüne so für Rover und so cool aussieht. Yeah, yeah. So Space Rover oder so baust, yeah, dann das Grüne ganz cool. Und Drones, ja, für Drohnen sieht es auch sehr cool aus. Okay, jetzt wird es richtig interessant, das ist eine meiner Lieblingskategorien. Wir sind jetzt hier bei einem Filament angekommen, was Nylon und Kohlefaser hat. Und ihr wisst ja, ich habe immer gerne Teile, die besonders stabil und hitzebeständig ist. Das heißt, das hier ist genau das, was ich suche. One is clean, so without anything. So that's pure nylon? This is pure nylon, exactly. Okay. So if you need something which can handle like heat resistance and so on for parts which you need to just not broke. Okay. Yeah, so this is great one because it will not broke. Cool. It will just bend. Just bend. Or something. So this is really for like a serious technical printing. We have it also in a version with carbon. This is the black one. So the carbon chops. So the it's changing the technical abilities of the material. It's much more handleable for bearings and this kind of stuff. When you need how it calls when you have like two parts and they are just like metal. Friction. Friction. Yeah, maybe friction. Yeah. And this one is a new one which will be released really soon and it's with Aramid, so Kevlar. Kevlar. Yes. Also sie hat gerade gesagt, wir haben ja einmal so ein Zahnrad, das ist Nylon mit Kohlefaser gemischt. Dann haben wir einmal pures Nylon, das ist mehr für Teile, die auf keinen Fall brechen dürfen, also sich eher durchbiegen. Und dann gibt es hier einmal ein Material, das ist Nylon? Nylon mit Kevlar, also sowas habe ich auch noch nicht gehört. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich das für euch auf jeden Fall mal testen. Okay, thanks a lot. Thank you very much for visiting us. See you again. Der Vorteil, wenn man auf so eine Messe geht, du kriegst an allen möglichen Ständen kriegst du so eine Filamentsache hier geschenkt. Also top. Und vor allem dieses, was so hitzebeständig ist, sieht richtig gut und vielversprechend aus. Hier war ich an dem Stand von Spektrum und die hatten eine ziemlich gute Sache. Und zwar können die jede Rolle einzeln einscannen mit ihrem Handy und dann können die genau sehen, wie quasi der Durchmesser des kompletten Filamentes während der kompletten Herstellung war. Also sehr cool, muss ich sagen. Und außerdem hatten sie ein PLA entwickelt, was, wenn man es biegt, was nicht bricht, so wie man es normalerweise kennt von PLA, sondern es biegt sich und biegt sich, aber bis zum Ende wird es halt nur krumm, aber bricht nicht durch. Auch eine sehr coole Sache. Ja, so war es auf der Maker Faire. Ich muss sagen, es war sehr spannend, auch gerade für kleine Kinder, wenn man denen quasi dieses ganze Thema so ein bisschen näher bringen will und den Nachwuchs quasi dafür begeistern möchte, kann ich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich hier in der Tüte habe. Und es sind, wie gesagt, 7 Filamente und wir fangen mal an mit dem ersten Filament. Das ist von 3DK Berlin, was sehr, sehr speziell ist. Ich habe eine Tüte auch schon ausgepackt. Also es sieht erstmal nicht besonders aus, aber dieses Filament druckt man bei 250 bis 260 Grad ungefähr. Und jetzt passt auf, danach tut man dieses Filament in den Backofen bei ungefähr 110 Grad.
lässt es dann ganz, ganz, ganz langsam abkühlen und dann soll dieses Material einen Schmelzpunkt von 245 Grad haben und es soll belastbar sein bis 230 Grad. Also quasi, man kann es bis 230 Grad benutzen und dann von 230 Grad bis 245 wird es dann schlagartig sehr, sehr dünnflüssig. Aber gut, 230 Grad, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Temperatur das ist, bis dieser Kunststoff nachgibt. Also sehr, sehr interessant, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe hier auch genug, ich habe zwei so eine Samples bekommen, damit werden wir auf jeden Fall die Testknochen drucken und dann werden wir auf jeden Fall auch noch die Hitzebeständigkeit testen, da bin ich sehr, sehr gespannt. Dann als nächstes war ich bei dem Stand von Filamentum und die haben mir hier ein Filament mitgegeben, das ist eine Art PETG, was aber nachbehandelt wurde oder umgearbeitet wurde und das soll in all seinen Eigenschaften besser sein. Also in der Hitzebeständigkeit, in der chemischen Widerstandsfähigkeit, in der Härte, in der Bruchfestigkeit. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dieses Sample reicht aus für den Testknochen. Auf jeden Fall sieht die Farbe cool aus, sieht so ein bisschen Bronze aus. So, dann kommen wir zum nächsten und jetzt endlich eine Sache, die mir richtig gut gefällt, haben wir hier Nylon. Bin ich auch sehr gespannt, ich habe bisher noch keinen Nylon gedruckt. Stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor, könnte beim Warping ein kleines Problem geben, aber auf dem Anycubic könnte es vielleicht klappen. Dann als nächstes habe ich, einer der allergeilsten Filamente finde ich überhaupt, Nylon Carbon habe ich hier bekommen. Da bin ich auch mega gespannt. Das Schöne ist mit dem Carbon, das macht es steifer und leichter zu drucken, weil es nicht so schnell warpt, weil es halt ein bisschen stabiler ist. Freue ich mich auch mega, das in der Prüfmaschine zu testen. Ja, das war wie gesagt von dem Stand Filamentum. Und die letzten drei Filamente sind von 3dprima.com. Auch sehr nett, ich habe mich mit dem Typen am Stand unterhalten, der scheint echt Ahnung zu haben von seinen Filamenten. Ja, sollte man eigentlich auch von ausgehen. Und hier habe ich drei Filamente und das Beste kommt zum Schluss. Also wir fangen mal an. Ich habe hier ein Filament, was ich bisher auch noch nicht getestet hatte. Das ist, das ist jetzt hier ein bisschen durchgewurschtelt. Und zwar ist das PETG mit Kohlefaser auch versetzt und das stelle ich mir sehr spannend vor, weil PETG ja auch relativ flexibel ist im Verhältnis zu PLA zum Beispiel, aber die Kohlefaser es wiederum sehr steif machen sollte. Also die Kombination wird auch sehr spannend in der Prüfmaschine, kommt auf jeden Fall auch in einer der nächsten Videos. Und das letzte Filament, was ich bekommen habe, ist der Oberknaller, also da freue ich mich richtig drauf, das ist Nylon mit Glasfaser versetzt. Also Glasfaser ist ja schon sehr steif. Und dann Nylon wieder mit dieser flexiblen Eigenschaft, das wird auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, in der Prüfmaschine, wie das hier abschneidet. Also so viele Filamente mit verschiedenen Eigenschaften hatte ich bisher noch nicht hier zu Hause liegen und ich bin gespannt, ob ich das Ganze auch gut gedruckt kriege oder nicht und wie das dann im Endeffekt auch abschließt in diesem Bruchtest. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wo ich euch mal einfach mal mit auf eine Messe genommen habe. Wie gesagt, die Interviews sind noch nicht so professionell, aber das wird in Zukunft hoffentlich auch besser. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Geht mal auf so eine Messe, wenn euch sowas interessiert. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.